Wunderschönen guten Tag und damit auch wieder herzlich willkommen zurück unter den ganz vielen Murlocs und von meinen zwei Murloc Buddies hier, einmal links und einmal rechts. So, in der letzten Folge haben wir es geschafft, die Mutterwölfin zu erlegen und die 10 Krabben für die Desserts zu erbeuten und schauen, was sie uns so Wunderschönes geben können. Und beim letzten Mal wurden wir vom Fisherman Kelleck hierher beordert. Zum wunderschönen lila Magier Murloc, wobei ich auch immer noch die gerne diese Truhe hinter ihm looten möchte, aber deswegen sind wir nicht hier. Dementsprechend lass uns nicht lang quatschen, sondern quatschen mit dem. So, Fisherman Kegel told me you might some help. Help would be appreciated. I'm at your service. What do you need help with? Now that the food has been taken care of, we need to make pillows for everyone to rest on. I can sew a pillow just fine, but I need some regents first. What do you need? I need a stack of 8 soft brushy tails to fill the pillows with. Where can I get these tails? The walls around the area to the east seem like a good choice. Ja, ist schon okay. Ja, ich laufe wieder Richtung der Wölfe. Kaum sind wir hier aus der Region wieder weg, sind wir wieder hier drin. Auch kein allzu schönes Erlebnis. Dementsprechend, ich möchte einfach nur noch diesen Albtraum hinter mir bringen und schauen, dass ich die 8 Schwänze, die ich hier von hoffentlich jedem Wolf bekommen kann. Nicht so wie in Classic, wo man erstmal 20 Katzen erlegen muss, um 4 Tassen zu bekommen. Also, man hat auch so schon sehr schwer in WoW gelevelt, da zumindest damals zu Classic-Zeiten. Und da muss man erstmal 20 Katzen erlegen, die 2 Level über einem sind, oder halt eben das Questgebiet wechseln und erstmal 20 beziehungsweise eine halbe Weltreise durch Azeroth machen, bis man überhaupt in ein neues Gebiet kommen kann. Vor allem, wenn man sich überlegt, als Nachtelfe, wenn man von Teldrassil sich jetzt denkt, so ja, ich habe jetzt Teldrassil hinter mir gebracht, ich möchte ein bisschen woanders questen, in Westfall oder bis insbesondere als Druide Nachtelfe musste man ja von da Teldrassil beziehungsweise halt eben Kalimdor zu den östlichen Königreich reisen. Bis Westfall musste man erstmal das wunderschöne Schiff von Aubardeen nach Minetees Hafen nehmen und von Minetees Hafen erstmal durch die ganzen Gnomen- und Zwerggebiete durchlaufen, bis man überhaupt dann in Stormwind war. Und von Stormwind musste man ja dann nochmal eine weitere halbe Weltreise bis nach Westfall machen. So, ich habe aber hier einen Talentpunkt zu verteilen. Und ich glaube, hier haben wir einmal zur Auswahl 32 Schattenschaden, 480 Schaden heilen, dann hier, aha, das heißt mit 10%iger Chance sofort den Gegner zurück angreifen. Das heißt, 10 von 100 gegnerischen Attacken lösen eine Sofortattacke aus, das heißt, wir greifen den Gegner 2-mal an und hier haben wir den Charge. Das heißt, den können wir nur am Anfang der Runde verwenden und sorgen dafür, dass der Gegner die erste Runde eben aussetzen muss und wir dann nochmal gleich angreifen können. Aber ich habe mich für die Heilung entschieden, denn jetzt sind die ganzen Wölfe noch vielleicht entspannt mit 270 Leben. Und auch wenn wir gerade ein Level unter denen sind, haben wir doch noch ein bisschen mehr Leben als sie. Dementsprechend ist es noch sehr entspannt, insbesondere dadurch, dass sie sehr viel Schaden machen mit 31. Und ich glaube, das würde echt lange dauern, bis sie uns runtergekugelt haben. Die denken sich wahrscheinlich auch so, ach so, ah, diesen einen Devil unter mir, hey, das heißt, ich kann auch den einprügeln, aber nee, nicht so, mein Freund. Denn wir sind zwar ein Level unter dir, aber wir sind trotzdem stark. Und hier haben wir schon unseren Goblin Point. So, Hallöchen, ich möchte was bei dir verkaufen, aber hier Schuhe, dann ein paar Filde. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen, weil ich kann es definitiv nicht. Dann haben wir hier eine
ausgefranste Robbe. Die brauche ich auch nicht, dadurch, dass ich ein Kettenhemd anhab. Ja, bin halt eben ein Allesträger hier als Murloc in dieser Gegend. Hier kannst du auch die... Habe ich eigentlich schon Armschienen an? Ja, ich habe schon Armschienen an. Dieselben, die ich dem netten Goblin auch schon andrehe. Dementsprechend nehme ich hier nochmal zwei magische Staub mit, der uns 100 Energie wieder zurückgibt. Wenn man so darüber nachdenkt, so magischer Staub, das hört sich irgendwie nach einer Droge an. Das klingt selbst für einen Murloc ziemlich ungesund. Aber ja, da hat man auch einen Drug-Dealer seines Vertrauens gefunden. Da beschützt man den Goblin mal kurz vor einem bösen, grauen, dunklen Wolf und der gibt einen dann Drogen. Ja, kann man sehen, wie man möchte, aber ich glaube selbst als Murloc nicht unbedingt sehr vertrauenswürdig so. So, liebe Murloc-Kinder, bitte nicht dem scheinbar freundlichen, netten Goblin-Herren am Waldrand vertrauen und nicht unbedingt jeden Staub kaufen, den er euch anbietet, auch wenn es nur 60 Koffer kostet. So, hier haben wir nochmal einen kleinen bösen Wolf, der sich denkt, ja, ich mobb dich mal, ich bin ein Level über dir. Aber nein, 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 mein Freund, Mobbing ist nicht cool. Deswegen, ich zeig dir jetzt, wo der Hase langläuft. Aha, insbesondere, weil Wölfe ja normalerweise eigentlich Hasen hinterherrennen sollten und nicht unbedingt Murlocs, aber naja, geben das seine. Aber man sieht auch schon auch in WoW, wenn man so ein bisschen in Classic, in Westfall questet, hat man ja mit der Bruderschaft der Tephias was zu tun. Und ja, Menschen bekriegen Menschen, Orks bekriegen Orks und da haben wir, oh, einen neuen Gürtel. Oh, schön. So, dann Nummer 5 und 3 fehlen uns noch. So. Ja. Ich finde es ziemlich schön hier. Vor allem, das ist ja auch mehr oder weniger an Classic damals, mehr oder weniger angelehnt worden von diesem Spielentwickler. Wer auch immer das gemacht hat, das war auf jeden Fall mal so eine Privatperson, auf jeden Fall kein Blizzard-Mitarbeiter, der das ziemlich cool fand mit den ganzen Murlocs in WoW, auch in Classic, der sich dachte, ja okay, möchte gerne mal was mehr oder weniger Design, was so die Sicht aus einem Murloc beschreibt. Und ich finde, es, man sieht es auch an, dass das Spiel ein bisschen älter ist und aber es ist schön gemacht. Ich freue mich jedes Mal hier wieder zu sein. Und auch wenn es noch von Blizzard ja selbst so Classic gibt, freue ich mich trotzdem hier immer wieder in dieses kleine Minigame reinzuschauen. Auch wenn es ein bisschen frustrierend war, immer wieder zu diesem Wolf nach hinten zu laufen. Aber glücklicherweise haben wir auch das jetzt hinter uns. Vielleicht hätte ein anderer Talentbaumweg uns geholfen, vielleicht aber auch nicht. Man kann jetzt darüber spekulieren, vielleicht hätte es auch geholfen, wenn wir ein bisschen mehr darüber nachgedacht hätten, uns was einzukaufen, damit die Wölfe uns hier nicht mobben. Ja, ja, es war so. Die Wölfe sind nie wirklich aus der Pubertätzeit, aus der 5. und 6. Klasse rausgekommen, weil ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Glücklicherweise wurde ich nie wirklich gemobbt. So. Man hat es zwar versucht, aber ja, die Geschichte dazu ist ja auch so, damals in der 5. und 6. Klasse gab es so ein Mädchen, das von anderen ein bisschen so gemobbt worden ist, das so ein bisschen unbeliebt war. Und da habe ich halt gesagt so, hey Leute, das ist nicht so cool. Es gab so Leute, die haben halt versucht, dagegen anzugumentieren, auch wenn es keine wirklichen logischen Argumente dafür gibt, überhaupt jemanden zu mobben. Aber naja, schön war es jetzt nicht unbedingt, aber naja, da geht es ja wiederum so die anderen Mädchen, die halt eben mobbing, das eine Mädchen, das
gemobbt worden ist, von denen immer wieder sie runterzumachen. Und als ich sie mal verteidigt habe, sind sie mir wirklich 20 bis 30 Meter über den Pausenhof immer wieder gefolgt, von A nach B, über C nach D. Ja, und haben sowas ständig gesagt wie: Ja, warum hast du überhaupt diese Schuhe an? Warum bist du so? Warum trägst du das so? Ja. Und als sie gemerkt haben, dass es bei mir nichts bringt, ich sie ignoriere, haben sie gedacht, ja okay, es macht keinen Spaß, wir gehen mal wieder zu dem anderen besagten Mädchen, die reagiert zumindest wieder drauf, lasst uns sie weiter mobben. Aber bevor ich da die Geschichte weiterziehe, erzähle ich mal diesem netten Murloc hier, dass ich fertig mit seiner Quest bin. I see that you've collected 8 soft brushy tails, well done. All in a day's work, what needs to be done next, Blackhand? Now that we've got the fur, we need some leather to wrap around it. Sounds like a plan, any ideas? The only creature I can think of that can provide enough leather is the princess. The princess? I am the mother of all boars. Often called the princess for her unusual size. Where can I find this princess? You'll have to follow the river out of the camp to the best. But Lekan, isn't that too dangerous? I've never been so far. Don't you worry, Merc, you don't have to travel on foot. I've asked Fisherman Kegel to take you there on his canoe. You should head over to him now. Machen wir doch gern. So. Und zu der Geschichte. Ja, zu der Geschichte hier, der sagt so, ja, geh mal, die wunderschöne Prinzessin, der Paar Eber töten, glaube ich heißt auf Deutsch, und ja, das machen wir doch gern. Lekan said, you can take me to Princess, ah yes, we'll go by boat, are you ready to trip now? Nein, bin ich nicht, weil mir gerade aufgefallen ist, hey, ich kann doch noch ein bisschen bei dem netten hier, Herrn hier was einkaufen, und ich kann hier zumindest 5-mal Spiced Wolf Meat kaufen. Ziemlich frech dafür, ein Silber zu verlangen. Wenn man bedenkt, dass ich da mitgewirkt habe, dass er überhaupt da was kochen kann. Aber naja, so, ich bin bereit. Bring mich zum Mutter, Prinzessin, Eva, was auch immer. Are you sure this is safe? I've been sailing around these parts for years. The waters are empty, it's safe. Did you hear that? Hear what? I don't know, I heard something. It's probably just your imagination, Merc. Behind you. So, und da haben wir unseren ersten Krokodilen und Herr Krokodil. Ich habe keine Zeit für dich, deswegen lass uns das schnell hinter uns bringen. So, und das war auch der Grund, warum ich ausgerechnet unbedingt eben diese wunderschöne Sachen kaufen wollte, weil wir werden jetzt mit ein paar dieser Krokodile zu tun haben und es wird schon ein wenig dauern, bis wir überhaupt ans Ende dieser Reise gelangt sind. Und ihr seht gerade es, ich benutze immer wieder mal Blutrausch und solange ich keinen kritischen Treffer mit mir selbst lande, bin ich schon sehr zufrieden. So, jetzt geht's, oder soll ich mich lieber selbst heilen? So, ich brauche hier 30 Energie dafür. Ja, komm. Bisschen Heilung schadet nie. Und dann kann ich jetzt hier nochmal einmal Blutrausch verwenden und zumindest für dieses Mal, das letzte Mal, den heroischen Schlag ausführen und jetzt nochmal so draufhauen. Aber jetzt, oha, ein kritischer Schlag. Nicht so nett, Herr Krokodil. So. Aber wirklich, jetzt zu diesen Mobbing-Geschichten zu der Schulzeit. Also, glücklicherweise kann ich mich nicht wirklich an eine Zeit erinnern, wo ich gemobbt worden bin, aber halt eben, wo ein paar andere gemobbt worden sind. Ich persönlich war zwar selbst immer wieder so ein Außenseiter, dadurch, dass ich halt eben sehr introvertiert bin und auch so schon sehr schwer ein paar Freunde mache, war ich halt nicht so unbedingt beliebt, aber man hat mich also auch nicht unbedingt gemobbt. So. Just my imagination, huh? Relax, the crocodiles around here are harmless. Another one's coming right at us. So, und hier haben wir auch schon unsere nächsten Krokodil. Und jetzt benutze ich mal Magic Dust. Und ja. Ich war zwar immer so ein Außenseiter, ich war jetzt nicht unbedingt beliebt, aber ich hatte halt immer so eine Handvoll von Leuten,
mit denen ich mich immer wieder gut verstanden habe. Und ich habe halt immer so ein paar Leute aus unter meiner Stufe gekannt und immer ein paar Leute über meiner Stufe. Dementsprechend, es gab so ein paar Leute, mit denen ich cool war, mit denen ich immer wieder mal gequatscht habe und immer wieder mal hier und da in der Pause stand, aber war jetzt auch nicht unbedingt eine Gruppe, bei der ich immer fix stand. Also es gab zwar einen kleinen Freundeskreis, aber das hat sich dann auch ziemlich schnell verflogen nach der Schulzeit. So, Mr. Herr Krokodil, ich möchte dich jetzt gerne legen. Danke für das. Ja, aber das war mal so meine Schulzeit. Nichts Spektakuläres. Insbesondere, jetzt habe ich auch komplett vergessen, es vorzulesen, aber naja. Lese ich mal das jetzt weiter vor. So, these empty walls are filled with cuckoo's cagle. Well, I haven't been out here for a long time. Guard yourself. Just another one. So. Ein anderer junger Krokodil. Jetzt nochmal Magic Dust zu uns nehmen, damit wir auch hier ein paar kleine heroische Schläge ausführen können. Nichts Wildes. So. Aber ja. Dann, so nach der 10. Klasse, nach meiner mittleren Reife, habe ich dann auch mein Abitur nachgemacht, beziehungsweise weitergemacht, weil ich nicht wusste, was ich unbedingt machen möchte. Und ja, da war es jetzt auch jetzt so, ich hatte jetzt nicht unbedingt sehr viele Leute, mit denen ich super duper cool war. Man hatte hier und da mal aus dem einen und anderen Zweig immer mal wieder Leute, mit denen man cool war, die man halt eben schon aus der Realschule zuvor gekannt hat. Dementsprechend, man hat immer wieder seine Freizeit bzw. seine Pausen und seine Freistunden mit den Leuten verbracht, mit denen man sich auch so gut verstanden hat, mit denen man so ein paar gemeinsame Interessen und auch immer wieder Gesprächsthemen hatten. Hobbys und tatsächlich hatte ich ein paar, mit denen ich mich immer wieder hier und da mich über WoW unterhalten konnte oder halt eben mal ein paar andere Spiele. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr angenehme Zeit. So, maybe we should turn back. There are too many nonsense. We're almost there. Did you hear that? I did. It's just another crocodile. Don't you worry. Well, whatever it is. Hier kommt's. Haha. Ja, Fischermann. Ist nur ein anderer, ganz normaler Krokodil. Und hier so die Mutterkrokodilske. Nicht so schön. Aber es ist, wie es ist. Wegrennen ist keine Option. Insbesondere auf unserem kleinen, wunderschönen Boot. Deswegen müssen wir jetzt das Beste draus machen. Vor allem dadurch, dass wir auch hier ein bisschen mehr Leben haben werden. Und auch wenn ich jetzt dran arbeiten werden muss, mich am Leben überhaupt zu halten, versuche ich jetzt draußen mein Bestes. Hier einmal Blutrausch. Hier einmal heroischer Schlag. Also ich irgendwie immer, wenn ich so zweisprachig beziehungsweise auf eine Sprache lese und dann versuche auf einer anderen Sprache zu sprechen, ab und zu bin ich echt sehr verwirrt. So, hier haben wir nochmal Blutrausch. Ja, okay, gut. Das ist nochmal gut gegangen. Jetzt können wir uns nochmal heilen. Dann tue ich jetzt nochmal Blutrausch benutzen. So, bitte nein, ich will nicht sterben. Bevor wir jetzt sterben, benutze ich einmal Spice World Meat. Dann am besten nochmal. Damit auch wirklich die nette Frau Mutter Krokodil uns nicht erlegt. So, bitte liebe Mutter Krokodil, ich möchte ans andere Ende und ich möchte die wunderschöne Prinzessin auch endlich mal hier in WoW sehen, weil auch wenn ich nie wirklich so selbst ein Mensch hier durchgespielt habe, habe ich trotzdem damals so mitbekommen, als ich bei meinem Cousin mitschauen durfte, wie er so WoW spielt. Keine Ahnung, fragt mich nicht, was das für ein komisches Konzept war. Aber ich durfte damals immer dabei zusehen, wie mein Cousin PC-Spiele spielt. Und ich
fand das meistens immer langweilig und habe gesagt, ja, okay, darf ich zum, wenn ich schon meine Zeit hier verbringen muss, so, darf ich zumindest ein bisschen Lego spielen, so. Gab es auch noch diese eine coole Prinzessin-Quest, so, von Menschen im Startgebiet hier. Und da, als ich immer wieder dieses Spiel gespielt habe, habe ich gesagt, hey, cool. An diese Quest erinnere ich mich fast so. Und hier haben wir auch unsere neue Crockhide-Wäsche. So, unsere neue Wäsche, die ziehen wir am besten gleich an. Und jetzt sind wir hier auch endlich glücklicherweise angekommen. Phew, that was a close one. Well, we're here. Finally. Ja. Und damit beende ich auch hier die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten, in der wir uns dann um die Prinzessin kümmern werden. Bis dahin, habt einen wunderschönen guten Tag.